Marie macht sich jetzt wieder kurze Haare. Willkommen zu einem neuen Vlog. Ich sitze hier und bürste Katzen, wie ihr sehen könnt. Das ist mal wieder bitter nötig. Oh, schnürst du. Und Alex ist schon in der WG unten. Der macht heute ein bisschen was für Bretter. Ich muss mein Video für heute noch fertig schneiden und dann so ein bisschen Haushaltskram machen. Ich muss meine Wäsche vom Urlaub waschen und dann eben hier auch einfach so ein bisschen fresh machen. Aber Eis hat die Wohnung ja sehr, sehr schön top in Schuss gehalten. Aber so Katzen machen einfach auch sehr viel Dreck. Ihr kennt das ja schon. Oh, wow, bist du haarig. Plüschi 1, wunderschön. Und Plüschi 2, wunderschön. Guten Morgen und herzlich willkommen auch jetzt von mir zu einem neuen Vlog. Ich bin hier in der Bretterwerkstatt und wir produzieren heute mal wieder ein bisschen. Macht mir echt Spaß, heute mal wieder so ein bisschen zu schleifen und keine Ahnung, so ein bisschen stupide Arbeit zu machen. Das ist echt immer mal cool. Dann kann man so seine Gedanken schweifen lassen und alles Mögliche. Und das machen wir jetzt auf jeden Fall. Hier stehen noch die ganzen Sachen von der Messe. Das haben wir immer noch nicht richtig aufgeräumt. Und ich muss jetzt auf jeden Fall hier 40 Rollen mit dem Brandstempel brandstempeln. Also da kommt ja dann das Logo überall hier hin. Und das tue ich jetzt. Und Walle habe ich nach draußen verbannt zum Schleifen von den Brettern. Weil der schleift mit so einem Staubsauger und der produziert so eine Hitze. Und so ein Lärm und dann ist es hier drin so unerträglich, weil dann muss ich auch immer mit Ohrhörern und sowas arbeiten und deshalb schleift er jetzt draußen. Hier könnt ihr ihn sehen. Jetzt gebt euch mal, wie es auf einmal regnet. Vorhin war schöner Sonnenschein und jetzt. Bleh. Aber dann wird es wenigstens ein bisschen kühler hier drin, denn hier drin steht einfach die Luft und die Wärme. Unser Vermieter hat sich einen Hund gekauft und jetzt schaut mal, wie süß der ist. Es ist zwar so ein Kampfhund, aber irgendwie, wenn der so klein ist, dann sieht er noch richtig schön aus. Hallo! Hallo! Schlägt er die Kamera ab. Das Fell ist so geil. Musst du kauen und Zähne putzen. Ich muss mein Video schneiden und ich muss mich beeilen. Es ist schon 1 Uhr, um 5 muss es online kommen. Aber ich glaube, das schaffe ich gut. Ich brauche mal was zu trinken. Ich merke so richtig, wenn ich so vom Computer sitze, dass ich immer vergesse, was zu trinken. Dabei haben wir so viele Flaschen und ich habe diesen Becher mit diesem Röhrchen. Aber ich glaube, ich weiß nicht, kennt ihr das? Erstens mal zu klein ist für den Schrank. Nee, aber dass man zu faul ist, so oft aufzustehen und dann da so sitzt und ja, so die üblichen Probleme, ne? Man muss mega aufs Klo oder man hat mega Durst, aber man hat keinen Bock aufzustehen. Deswegen nehme ich mir jetzt direkt einen Liter mit. Dann habe ich direkt schon einen Liter Wasser getrunken. Oh, was ist denn da schon wieder los? Und die Katzen haben ihr Wasser verschüttet. Das ist natürlich auch immer geil. Hast du keine Arbeit, kannst dich darauf verlassen, dass deine Katzen dir welche machen. Tada! Und es gibt noch mehr coole News. Ich habe mir gerade eben einen Friseurtermin ausgemacht für morgen um 14 Uhr. Das ist das Gute, wenn man in einer großen Stadt wohnt, dass man eigentlich oft schnell einen Friseurtermin bekommt. Beziehungsweise vielleicht ist das auch nur das Gute, wenn man
friseurmäßig flexibel ist. Ich gehe jetzt wieder zu dem Aveda-Friseur, vor dem war ich schon mal vor 2 Jahren und habe mir Balayage machen lassen, bevor wir nach Neuseeland geflogen sind. Ich war da sehr zufrieden und möchte jetzt wieder Balayage machen lassen, sprich einfach so ein bisschen die Spitzen heller und einen Verlauf reinbringen. Und es muss auf jeden Fall ein ganzes Stück ab, weil meine Haare einfach mega trocken und kaputt und fisselig und einfach nicht mehr schön sind. Und die wachsen ja sehr schnell, wie ihr schon mitbekommen habt, wenn ihr auch auf Instagram am Start seid und so. Also ich glaube so 10, 15 cm lasse ich sie schon abschneiden, damit sie einfach wieder so ein bisschen ordentlicher aussehen. Mal gucken, was so passiert. Ich weiß aber noch, dass dieser Friseur das letzte Mal zu mir gesagt hat, dass kleinere Mädchen oder kleinere Frauen keine langen Haare haben sollten, weil sie sonst noch kleiner aussehen. Halte ich für Quatsch. Also klar, wenn du jetzt halb Haare bist und deine Haare echt vielleicht bis in die Kniekehlen reichen, ist vielleicht nicht ganz vorteilhaft. Aber ansonsten glaube ich nicht, dass das einen großen Unterschied macht. Also finde ich nicht. Ich habe nicht festgestellt, dass ich größer aussah, als ich ganz kurze Haare hatte. Und ich hatte ja schon beides. Deswegen würde ich von mir behaupten, ich kann das beurteilen. Ich sollte nicht so viel labern und weiterschneiden. Ansonsten kriege ich später Zeitprobleme. Yo, it's me, Hagrid am Start mit, wie heißt der, Robfing? Nee, wie heißt der Vogel? Greif... Seidenschnabel. Ja, bist du, oder? Wie sehe ich das? Nee, Mini, Seidenschnabel. Der ist auch so weiß. Ich habe gerade drüber gesprochen, wie viel ich abschneide von meinen Haaren. Ich meinte so, ja, so bis hier ungefähr. Und dann habe ich gerade gesehen, okay, das wäre nur so dieses Vertrocknete hier an den Enden. Wahrscheinlich muss ein bisschen mehr ab. Marie macht sich jetzt wieder kurze Haare. Ganz kurz! Nein, das ist viele jetzt bestimmt so, ja, bitte Marie, mach dir kurze Haare wieder. Aber nein. Ich habe keine Lust auf kurze Haare. Ich finde lange Haare noch gut. Aber ich glaube, ich werde sie schon so wegschneiden. Also so bis hier. Aber das finde ich auch eine gute Länge. Und dann kommt noch Balayage rein. Hebst du die Haare auf? Was sollen wir denn damit? Weiß nicht. Damit das, diesen... Wir können sie verschenken. Ganz arg splissig. Deswegen, weil jetzt, wenn jemand schreiben möchte, du kannst sie spenden. Ich weiß, man kann Haare spenden, aber kaputte Splisshaare, ausgetrocknete, möchte keiner haben. Deswegen muss einfach mal wieder ein bisschen was ab. Ich glaube, so viel. Naja, vielleicht... Vielleicht auch nicht ganz so. Ich bin gespannt. Aber du bist immer schön. Oh, auch mit Glatze. Oh, wow, das sagst du jetzt so. Wenn ich eine hätte, dann würdest du es ja, glaube ich, anders überlegen. Mit Glatze? Ja, vielleicht. Wenn du so einen belligen Kopf... Aber du hast voll den schönen runden. Sagen wir über meinen Kopf. Meiner ist richtig... dein Kopf dellig? Ja. Du hast hier in der Mitte so ein richtiges Horn. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, das hat man so. Nee, bei dir ist, du könntest auf jeden Fall nicht so eine afrikanische Frau sein, die irgendwas die auf ihrem Kopf trägt, balanciert. Ja, weil bei mir wird es immer so in eine Richtung fallen. Alex hat so richtig wie so ein Dinosaurier, Kamm. So einen Kamm hatte. Ich stamme halt noch so ein bisschen von den Urmenschen ab. Das sieht man auch hier. Leute, ich lach mich schlapp. Und Marie, ihrem neuen Video, was sie gestern hochgeladen hat, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut unbedingt vorbei, hat jemand geschrieben, dass Marie aussehen würde wie Schmiddy. Und ich habe mich so gefragt, wer verdammt ist Schmiddy? Und dann habe ich Marie gefragt, wer denn Schmiddy sein? Und dann zeigt sie mir das Bild. Und das ist ja einfach dieser Typ von Berlin Tag und Nacht. Denn er sieht einfach so überhaupt nicht aus wie Marie. Der sieht ich ja... weiß aber, was die Person meint. Ich weiß, was die Person meint. Was? Ich weiß, also, was ich, siehst du in ja, dir da? Ich sehe, natürlich finde ich nicht, dass ich diesen Typ ähnlich sehe, den ich, mal ganz abgesehen davon, extrem unattraktiv finde. Geschmäcker sind verschieden. Mein Fall ist es nicht. Ich sehe das, also wenn jemand sagt, nicht böse gemeint, aber du siehst aus wie Schmitty, dann tut mir leid, das kann ich nur böse gemeint auffassen. Egal. Ja, vor allem als Frau. Also. Du siehst aus wie der Typ. Aber ich finde, ich kann dir nicht sagen, was an dem mich an mich erinnert. Aber ich verstehe es, warum das jemand gesagt hat. Und das finde ich noch deprimierender. Na, ich kann dir was sagen. Ich sehe nicht so aus. Nein, ich sehe da absolut nichts. Du bist ja beruhigt. Igitt! Oh Gott! Ich hatte gerade die Idee, Marie könnte doch mit der Face-Warm das Bild von Schmiddy in sich, also in Marie quasi einfügen. Und das ist das Ergebnis. Ich muss schon sagen, ist genau gleich wie du eigentlich. Chopping time! Ja, jetzt holen wir Futter. Für uns und für die Cats. Ja. Und dann kochen wir. Ich habe mir Maultaschen gewünscht. Wir kaufen Maultaschen. Einmal schauen, wie wir sie diesmal machen. Ob wir sie wieder auf die altbewährte Art machen, wie das letzte Mal. So mit Zucchini und ja, oh, wow.
Achso, das ist der Sensor, dass wir mit einer Kamera reinkommen. Ja, schauen wir mal. Und es sind Zucchinis geworden. Und diese Maulis sind beides vegetarische Maultaschen. Einmal nur Gemüsefüllung und einmal Gemüse mit Ricotta-Füllung. Dazu gibt es aber noch Champignons. Die werden wir auch noch anbraten mit den Zucchinis. Was ich uns außerdem aus Frankreich mitgebracht habe. Ich habe keine Ahnung, wie der schmeckt. Ich habe ihn null gekauft, weil da Flamingos vorne drauf sind. Und da probieren wir erstmal ein Glas. Wow, ist der kalt. Unser Kühlschrank ist ganz normal eingestellt. Da ist das Essen. Nom, nom, nom. Und der Koch. Guten Tag. Guten Tag. Ja, genau, wir gehen jetzt schlafen. Was haben wir gemacht? Wir haben lecker gegessen. Ich schiebe eine Kugel, als wäre ich Prego, aber bin ich nicht, nur mit einem Foodbaby. Prego ist so der Slang. Ja. Für Bregman. Naja. Genau. Wir gehen jetzt auf jeden Fall schlafen. Hoffentlich hat der Vlog gefallen. Und vergesst ihm nicht einen Daumen nach oben zu geben, wenn er euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall morgen wieder 18 Uhr. Wie immer jetzt. Daily Vlogs wieder am Stissel. Richtig. Und dann würde ich sagen, bis morgen. Bis morgen. Schönen Tag, Mittag, Abend, Nacht. Tschüss. Ciao. Ihr lieben Leutz, es ihr lieben Leutz. Ihr lieben Leutz, 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 ihr lieben Leutz. Da, 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 da. Wir gehen ins Bett, denn wir sind müd. Was ein schlimmes Lied.